Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Pokémon Platin Edition. Wir müssen jetzt normalerweise zum See der Stecke, uns fehlt aber die nette VM08 Kraxle. Das heißt also, müssen wir die uns noch besorgen. Und wo kriegen wir sie? Natürlich auf Route 217. Das heißt, wir dürfen wieder durch den ganzen verdammten Scheiß Schnee kraxeln hier. Zu einem bestimmten Haus, wo wir das finden. Besser gesagt, über einem bestimmten Haus, wo wir sie finden. Habe ich eigentlich gegen dich schon gekämpft? Nö. Ist auch Sturz. Kämpfen halt jetzt gegen dich. Du hast einen Glibunkel. Sieh meiner. Ach so, wir können ja jetzt eigentlich wieder Dings runternehmen. Den EP-Teil. Den brauchen wir ja jetzt erstmal gar nicht. Es ist was schön, dass mir halt noch ein paar IP-Punkte dazu kriegt, aber. Maschok! Ah, mit Level 35 können wir das schon mal machen. Voraussetzung ist natürlich, dass Maschok nicht allzu viel abzieht. Gut, mit der Attacke mit Drachenpot oder so wäre es natürlich easier. Alter, was zieht das denn so viel ab, bitteschön? Alter, das geht immer gar nicht. Nö, nö. So tut das ja nicht. Ich vermisse meine Speed-Taste. Jetzt in Kämpfen wie diesen vermisse ich wirklich meine Speed-Taste. Und da irgendwas. Und eins hast du noch. Und welches hast du? Oh, ein Riolu. Wir haben zwar schon einiges an die TMs gefunden, aber ich brauche immer noch ein paar mehr, um die Pokémon natürlich mit der perfekten Attacke, so wie ich sie gerne im Endeffekt haben möchte, zu bestimmen für den Liga. Das heißt, wir werden uns wohl oder übel mal noch auf den Weg machen, um ein paar TMs zu finden. So. Und da ist sie. So, jetzt ist die Frage. Wer von Ihnen kann es erlernen? Muss er nur kurz sein. Kurzfristig. Na klasse. Na gut, Mia. Dann kannst du bereits Stärke. Oh, aber eine Stärke von 90, ne? Eine stürmische Attacke, die den Gegner eventuell verwirrt. Schlecht ist sie nicht, ne? Würde ich mal sagen. Für eine VM-Attacke. So, renne ich jetzt den ganzen Weg wieder hoch? Ich glaube ja. Ich glaube, dazu muss ich mal nichts sagen.
Apfel. Ja, das ist ganz gut, der Spatz davor ist. Und der Kampf. Ja, so will ich das sehen. So, was willst du machen? Mit mir kannst du nicht wirklich viel hier anrichten. Oh, und wir haben Gladiola. Weiterkämpfen. Ich habe auch einen Gladiola. Splitter. Oha. Da waren ein paar so satte Fäustiebe. Habe ich überhaupt noch genug Getränke? Mal gleich gucken. Ich glaube, die EP-Teile lassen wir noch ein bisschen. Nur für den Fall. Oh, doch, ein paar habe ich noch. Jetzt wird es aber mal langsam Zeit, dass Leona ein paar Eisattacken erlernt. Tausch. Leona muss ja auch ein paar Level absteigen. Er steht da. Ruhig und lassen. Ja, wir wollen zum See stehen. Ja, genau. Jetzt muss ein Pokémon. Oh, ein Schnappke. Schnäppke könnte ich eigentlich gebrauchen, ne? Wieso setzt du bitte schön Schutzschild ein? Du blödes Mistviech, du. Knirsche. Okay. Ein bisschen musst du die aber noch schwächen. Ich würde sagen, einmal noch. Ich würde mich freuen, wenn die Lola auch nichts damit beherrschen könnte. Oh ja. Das ist genau richtig. Bälle. Wir probieren es einfach mal mit einem Superball. Obwohl ich habe noch Finsternis Bälle, ne? Wir brauchen auf jeden Fall sehr, sehr viele Finsternis Bälle. Da ich vorhabe, die Pokémon sowieso in der Nacht zu fangen. Und ich glaube, Finsternis Bälle gibt es seit der vierten Generation noch erst, ne? Glaube ich zumindest. Kann mich auch hören. Aber die Finsternisbälle, die finde ich wirklich am besten. Und Kratze. Damit kommt ihr nicht davon, Team Galactic. Oho. Bist du einfach schon fertig? Deine Pokémon sind gar nicht mal so übel, aber du bist lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest das Pokémon in dir retten und der Pokémon-Champ werden? Träum weiter, Kindchen. Aber hier ist es recht kalt. Gehen wir zurück ins Hauptquartier. In Schlaine. Oh, dich kenne ich doch.
Wir haben uns im ewigen Auge getroffen. Hör mal, Ting Galactic hat etwas Großes vor. Zum Wohle aller. Daher solltest du uns in Ruhe lassen. Hör auf, über Pokémon oder andere Nebensächlichkeiten zu jammern. Und verschwende deine Zeit nicht damit, ins Hauptquartier nach Schleide zu gehen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ja, ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Das Pokémon namens Selfie, es machte einen leidenden Eindruck. Ich werde Stecke. Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Das reicht nicht. Ich muss Stecke werden. Es reicht nicht einfach nur, der beste Trainer aller Zeiten zu sein zu wollen. Man muss sich wirklich anstrengen und entschlossen sein. Warte mal, dafür bin ich jetzt hier hoch? Nichts und wieder nichts? Hm. In der Tonne scheint es ja aber relativ gut zu gehen für diese Kälte. Ich wollte doch bloß einmal kurz in die Höhle. Mehr wollte ich doch nicht. Was taucht hier andauernd so ein scheiß Anton auf? Wirklich. Ich meine, ich weiß, dass hier noch nichts ist. Okay, dann könnten wir eigentlich. Na gut, wir müssen halt nach Schleide. Das weiß ich. Sie sagt es indirekt, aber. Wir düsen einfach ins Hauptquartier von Team Galactic. Aber vorher heilen wir erstmal unsere Pokémon. So langsam kommen wir wirklich weiter im Spiel. Da kann auch schon ein bisschen so von den Pokémon, von den legendären Pokémon, die wir nachher fangen müssen. So, hier braucht ihr ja ein Dings, ne? Kann ich jetzt hier eigentlich weiter? Weniger, ne? Jetzt bin ich aber auch komplett raus. Das ist ein Pokéball unterwegs hin, aber die Teleporte funktioniert nicht. Ich finde, du erinnerst dich nicht an mich, aber ich erinnere mich an dich, deswegen. Mein Partner hat aufgegeben und ist nach Hause gegangen. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nichts von einem L-Schlüssel zum Lager. Ha, überlass alles mir. Ne? Den L-Schlüssel, der uns das Lager von Team Galactic öffnet, habe ich hier bei mir. Uns ist ein Frontalangriff unmöglich, aber dank meines Genies gelangen wir doch in den Versteck. Du kommst doch mit. Na, ja, natürlich kommen wir mit. Na gut, dann gehen wir ab zum Lager. Also quasi einmal direkt rum. Moment, das können wir eigentlich auch nachher machen. Ja. Jetzt wäre ich fast allzu weit gegangen. Ah, hallo, ich habe auf mich warten lassen. Na, dann steck ich mal rein, Lebel. Die Jugend lässt dem Alter doch den Vortritt, dann breche ich jetzt auf. Bring dich nicht in Gefahr. Wir laufen. Oh, um Fetzelstein. Was ist hier hin? Oh,
Okay, das heißt, ich darf jetzt mal durchforsten. Aber war gar ein spezielles Schiff. Okay, hätte ich das mit allen Pokémon befreit, alle, die es gibt. Wow, und dann wird alles Team Galactic. Ja, das ist sehr voll. Das ist sehr, sehr schön. Und wie stark sind eure Pokémon? Wenn man mal so fragen darf. Oh, du hast befreit. Voila! Komm, hör doch auf mit deinem Kung-Fu-Strahl. Ah. Okay, das ist weniger als ich gedacht habe. Mal schauen. Können auch Spatzen bis nach Schnecken bis nach vollständig Nick und Schein. Die müssen wir auch noch trainieren. Aber gewaltig. Vor allem, wenn ich da an den 8. Arena-Leiter denke. Da erwartet uns auch noch so einiges. Weil wenn wir jetzt schon gegen den 7. Arena-Leiter bzw. die 7. Arena-Leiterin Probleme haben, dann will ich nicht wissen. Ja, 36, cool. Dann will ich nicht wissen, wie es ging. Falsch. Erstmal IT nehmen. Gegen. Wir werden jetzt gerade drin sein, glaube ich. Dann kannst du tauschen. Nick. So. Sehr schön. Sind kann man überhaupt. Also das Lagerhaus ist auch groß, ne? Ah, du hast immerhin schon zwei Pokémon. Oh, ein Hunduster. Surfer. Perfekt. Boah, das reicht wunderbar fürs nächste Level. Ramos! Sie haben wechseln, ne? Zu Schein. Schein sagt sich, ich mach das Vieh fertig. Level. Level 14. Sorry. So liebe ich das. One hit KO. Ja, ein Kampf braucht Schein noch, aber da kriegt er hin. Willst du mich helfen? Ich bin Mitglied des Team Galactic, aber ich habe nicht einmal ein Pokémon. Ich bin so ein armer Rüppel. Aber es ist ja meine eigene Schuld. Ich weiß immer noch nicht, wie die Teleporter verbunden sind. An sich ist es auch Schnurz. Das ist natürlich die Frage, welcher ist was, ne?
welcher Teleporter führt uns wohin? Oh, schlug das viel. Oh. Oh ja. Ach, wir gehen erstmal den hier. Gucke mal. Übernahme. Noch Militär dazu gekriegt. Hm, darf ich jetzt eigentlich ein Ratespiel spielen? Ach, was? Okay. Hm, was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase, solltest deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Erstens bin ich keine Rotznase, sondern Oberrotznase, bitteschön. So viel Zeit muss auch. Oh, okay. Und das hat dir jetzt wie viel gebracht? Richtig, 0, nichts. Oh, ein Kadabra. Und Kirsche. Mach dir nichts drauf, mein Lieber. Ich weiß, wie es mit einem einfachen Kadabra ist. Wenn du keinen Simsalat hast, dann bist du nicht der Boss. Na, aber lass mich mal vorbei. Du hast ja einen schönen Punkt, weil ich gerne haben möchte. Tobio, das ist cool. TM36 Matschbombe. Geil. Ha. Ein G-Schlüssel. Super geile Matschbombe. Also, wenn du zu der Ansprache von Meister Cyrus möchtest, du weißt nicht, du musst ins Gebäude von Team Galactic in Schlaegel, so viel weiß ich noch. Geh einfach durch die Tür neben der Anmeldung, so war das doch, oder? Hm, was hab ich gleich mit dem Schlüssel angestellt? Wo ist der nun? Cool. Aber da gingen noch Treppen, ne? Die möchte ich ja vorher noch mal kundschaften. So viel Zeit müssen wir schon haben. Außerdem... Was wollen wir mehr? Das hier ist ein gutes Training. Gut. Mia und Viola könnten noch ein bisschen stärker werden können. Obwohl Viola sich ja schon entwickelt hat, aber Mia müsste sich noch entwickeln. Aber das kann wohl noch eine ganze lange dauern. Naja, setz ruhig Schlitz an. Guck mal, ich hab Wasserdüse. Haha. Das sind eindeutig Kramus. Lass wechseln. Dann erreicht Nick scheinwesens auch diesen Level. Apropos, ich habe ja noch ein paar Sonderbonbons, ne? Hat wahrscheinlich viel gebracht. Sehr schön, Schein. Sehr schön.
Ihr macht mich so stolz. Ich kann kaum meinen Trink zurückhalten. Wie ist mal mit mir? Oh, ich würde sagen, ja. Ja, Level 36 schon. Kannst du an eine Stärke von 90, ne? Uha! Wir haben eine Attacke gefunden, die ziemlich gut ist. Ich glaube, Kraxler werden wir behalten für heute. Oder vielleicht noch nicht. Ah, das wären bald bei 600 gewesen. Verschlossene Türen kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wenn ich ein lustiger Bösewicht wäre, würde ich es dir verraten. Aber ich bin nicht lustig. Ja, das glaube ich dir sofort. Also in den alten Spielen unterhalb von Generation 6 arbeite ich eigentlich nicht gerne mit den OP-Teilen. Aber mir bleibt eigentlich auch momentan nicht wirklich was anderes übrig. Surfer! Und jetzt noch einmal Wasserdüse hinterher und dann haben wir es auch schon. Ich glaube, ich müsste sogar noch gegen Gift haben. Ja. Ich war nicht in der Lage. Wie solltest du auch? Wieso habe ich kein Gegengift? Jetzt muss ich den teuren Hyperheiler verschwenden. Ich habe das Gefühl, dass ich sie offscreen trainieren muss. Habe ich ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt einen guten DS-Emulator für das Smartphone? Hoffentlich. Nicht habe ich ein Problemchen. Und gewissert. Aber wir testen es einfach mal aus. Dann lasse ich mir einfach meinen Spielstand. Einmal rüber. Trainiere sie auf Screen. Und dann haben wir es auch schon. Wir müssen einfach nur ein paar Pokémon sein. Uha. Guck einfach nachher mal nach. Dann passt das schon. Oh, das war der Geruch der Niederlage. Alter, wozu denn die Schüssel auch nur passen? Ne? Frustration, sehr schön. Gut, dann haben wir alles in diesem Gebäude erledigt. Dann können wir jetzt wieder rauswatschen.
Und hier hin. Und wieder zurück. Ich hätte den Weg auch einfacher haben können, ne? Merke ich gerade. Oder vielleicht auch nicht. Obwohl ich hier mal einen sparen könnte. Ach, was soll's. Wo ist eigentlich Libelle? Oh Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine kleine Pause. Ich hole mir noch die Pokémon, die laufen nicht. Was ist da? Lahmrauch. Ich glaube, den brauchen wir für irgendwas. Genau, ich glaube, sag schnell, mein Faxo zu kriegen. Genau, schon haben wir noch. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Ich guck mal, ob ich einen DS-Emulator kriege. Dann trainieren wir die Pokémon noch. Dann trainiere ich die Pokémon noch ein bisschen offscreen. Falls ich keinen guten kriegen sollte für mein Handy, dann. Ja, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Ansonsten machen wir es. Ganz normal weiter, wenn wir denn hier ins große Hauptquartier gehen. Eben danach noch ein bisschen trainieren, bevor wir zum Arena-Leiter an sich gehen. Denn wir haben ja so auch noch einiges zu tun in der Stadt. Ich bedanke mich jedenfalls. Ihr merkt, sprechen ist jetzt auch mal gerade nicht mehr so. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Pokémon Platin Edition. Kleine Anmerkung noch, nochmal kurz zum Schluss. Diejenigen, die auf Dead Space warten, es dauert nicht mehr lange. Ich habe nämlich vor, im Dezember Dead Space 3 aufzunehmen. Vorerst erstmal nur als Single LP. Wenn ich dem Chris mal die Zeit gefunden habe, wird Dead Space 3 auch als Together nochmal kommen. Und ich bedanke. Das habe ich nur gesagt. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Abend. Jetzt ist wirklich Schluss und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.